So, auch ein Lagerfeuer habe ich gleich schon mal entdeckt. Das ist super, das ist toll. So. Gut, da bin ich jetzt genau rechtzeitig. Naja, rechtzeitig jetzt relativ, aber ich bin am richtigen Ort, das will ich damit sagen. So, kann ich mir hier noch wen Heilungszeug geben. Das hält sich. Sehr gut. So, und dann muss ich wahrscheinlich hier hoch. So schätze ich das mal. Okay, ich glaube, ich hasse diese Gegend. Da war ich, glaube ich, letztens mal. Oh. Der Dämmerberg. Jetzt muss ich die Stelle finden, die zu schwer zu erreichen ist. Falls ich irgendwas von dem Glauben schenken kann, was Vernunft gesagt hat. Hm. Ich könnte hier oben mal schon mal anfangen. So, komm ich hier hoch? Hm. Nee. So einfach macht mir das Spiel das auch nicht wieder nicht. Ey, das hätte ich für eine gute Ausgangsposition gehalten, um weiter zu springen. Okay, irgendwas übersehe ich wieder. Andere Seite, da drüben? Oh, klingt auch viel logischer, wenn ich das so betrachte. Oh, jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's. Das hat gedauert. Hier kann ich mich festhalten. Yay! Ich dachte, wäre was. So, zur Kante fallen lassen. Ah, okay, das klappt. Ich dachte eigentlich, da müsste ich wie ein... aufwendiger Springen, aber okay. War doch ein simpler Sprung. Ich meine, das Klettern hier ist wirklich jetzt nicht das Schwerste. Es erreicht zwar noch nicht Uncharted-Niveau, wo eigentlich alles fast schon trittsicher ist. Das gedacht. Und leer. Speermädchen! Na klar. Du bist da! Am perfekten Ort für einen Hinterhalt. Jetzt leg den prachtvollen Speer ab und wir lassen dich leben. Du hast doch schon von mir gehört. Du weißt, wozu ich fähig bin. Warum sollte das hier gut für dich ausgehen? Warum denn nicht? Schnappt sie. Reine Zeitverschwendung. Okay. Erledige die Fremden, entkomme mit den Fremden. Aber willst du mich verarschen hier? Sama. Das Urteil der Sonne brennt wie Feuer. So. Ja, dann können wir mal runter. Ach ja, da ist ja noch. Oh, das sind ja noch ein paar mehr. Ich kann dich von hier aus umlegen. Ach, toll. Nur Problem. Oh, hi. Ja, das war schlecht geschossen. Ich habe ein Talent dafür, für einen Millimeter zu verschießen. Okay, nächster weg. Nicht erwischen. Wie gefällt dir das? Wenn ich in Ruhe...
meine Ruhe habe, dann kann ich die relativ gut treffen. So. Das war der letzte. Aber Vernunft ist geflohen. Direkt zu den Meridian Docks. Jede Wette. Tja. Gut. Gut, 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 gut. Habe ich jetzt hier was mehr? Kann ich da vielleicht was finden? Kann ich mich noch wen umschauen hier, wenn ich ehrlich bin. Und ganz ehrlich, was ist das für eine dämliche Aktion gerade? Weil, ich sag da ganz ehrlich, hätte er es ernst gemeint, hätte er mehr Leute geschickt, weil das war jetzt ein Witz. Selbst für einen unvorsichtigen Kerl wie mich. Ich muss meine Stiefel später ausbringen. Oh, Fuchs. Na, eh geht doch. Ich kann doch halber schießen. So, reichhaltiges Fleisch. Oh, no, 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 no. Nicht die Scheiße. Sorry für den Ausdruck. Aber ich mag diese unsichtbaren Teile nicht. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Kämpfen kann ich die schon, aber ich mag sie einfach nur nicht. Ja, ich finde es so cool, dass ich die so sehen kann. Sie sehen einfach nur wie so ein loses 3D-Modell aus. So, holen wir mal Unterstützung. What? Okay, ich bin weg, ich bin weg. Erledige das! Überbrückt das Killermaschine da hinten. Shit. Ich wollte auch nur weg. Kleine zähe Pflanze. Oh, obwohl. Also die folgen mir anscheinend nicht das gut. Pirsch ist deine Lieblingsmordwaffen, Daiki. Also ich mag die Böcke ja am liebsten, wenn die da so austreten. Finde ich mal ganz cool. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall mal Arken noch. Ja genau, den da hinten. So jemanden, so ein Läufer. Die finde ich ehrlich gesagt echt cool. Kannst hervorragend auf die reiten, kannst austreten, kannst die ihr... Du wirst mir sicher mit den Hufen ihr Gesicht wegboxen. 10 von 10. So. Gut, immerhin Heilung habe ich genug. Okay, Reitmaschine kann das nicht betreten. Der Tag ging ja schnell. Fifi, warte dort. Oder Fido, ich weiß noch nicht, ob ich dich Fifi oder Fido nenne. Okay, schauen wir mal. Was? Da ist ja Vernunft. Oh nein. Schön, eine Pause zu haben. Oh, es ist immer der, der rennt.
Lasst mich rein! Hallo! Oh, Vernunft. Der Deal ist geplatzt. Ja. Oh, du. Wie wär's mit einem neuen Deal? Schneid mir den Finger ab oder meine Hand. Den linken Arm. Mein letztes Angebot. Das ist jetzt eine gute Frage. Also er erzählt von mir, werde ich ihn wahrscheinlich am Leben lassen, aber ja, er wird halt am Leben bleiben. Oder das reicht nicht und da werde ich ihn umbringen. Und ganz ehrlich, ich bin gerade gewillt, ihn umzubringen. Ganz, der hat mich verarscht, er könnte meinen Feinden erzählen, es sind so viele Nachteile, die er mir bescheren könnte. Und selbst wenn er so Geschichten über mir erzählen könnte in Form von ich bin zu fair oder ich bin zu grausam, ist mir scheißegal was. Ich sehe Vorteile, ihn einfach umzubringen, eher. Ja. Gliedmaßen reichen nicht. Willst du etwa hier? Vor allen Leuten? Ja. Niemand wird versuchen, mich aufzuhalten. Du hast die Männer in den Tod geführt, weißt du noch? Sie waren böse. Es war eine gute Tat. Deine. Ernsthaft jetzt? Es war deine Tat. Es wird auch bestimmt nicht wieder vorkommen. Ja, dafür würde ich auch sorgen. Verstanden. Du wirst nie wieder irgendwas von uns hören. Der lebt? Wär's. What? Ernsthaft? Ich darf ihn nicht töten? What? Ich hätte ihn jetzt umgebracht, eiskalt. Dann wäre immer noch vielleicht irgendwelche Storys drüber gekommen. Ich bring jeden um, der mir an den Kragen geht. Und da mache ich auch keine Ausnahme. So, okay, gut, Quest. Schauen wir mal. Aufträge, Jäger für die Loge, altes Waffenlager? Stimmt, die kann ich nicht weitermachen. Auf in die eisige Wildnis, das wollte ich ja später machen. So. Da habe ich noch ein paar Sachen, die ich erkunden kann, theoretisch. So. Wenn wir eh schon da sind, dann können wir hier zu Ehren gehen. Eigentlich. Ihr Nora könntet sicher halbwegs nützliches Zeug herstellen, wenn ihr wisst, wie man... Okay, das ist doch ein Aufzug, oder? Die Osseran-Händler sollte man im Auge behalten. Die hauen einen übers Ohr, wo sie kommen können. Okay. Dann gehe ich wieder nach oben. Ich bin da eh in der Nähe. Und Level 15 Quest, ich bin Level 36. Man sollte meinen, dass ich das schaffen könnte. Dass ich gut genug wäre. La 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 la. So. Gut, das wird jetzt wieder ewig dauern, weil 200 Schritte, das wird... Wohin muss ich denn spielen? Da lang, okay. Okay, wir sind unter 200 Schritte, das wird immer noch lang dauern, ja. Hast du einen Augenblick, Fremde? Nein. Bist du Nebenquest? Warte mal, gab's da was zum Sammeln? Ja, es gab was zum Sammeln. Metallscherben. Du bist kein Nebenquest, also uninteressant. Oh. Tadellose Marat. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Okay. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge.
Es ist so faszinierend. Ja, also ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Erst kriegen Osse am Sonnenkönig. Und jetzt Also das mit dem Auge können wir mal wieder einklammern, bitte. Ist so gut zielig wieder nicht. Ach Gott. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Ich quengel da auch immer. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Eloy von den Nora. Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Eloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwal. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ist das gerade eine Anmache? Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Die Mörder, die Nora angriffen. Sie gehören zu den Schattenkaja, zu einer Gruppe namens Eclipse. Sie graben alte Waffen aus. Maschinen, die andere Maschinen verderben und steuern. Sie wollen damit Meridian angreifen. Was du da sagst, klingt genau wie die Berichte von Marat. Eine Schattenkater-Splittergruppe. Verdorbene Maschinen im Land. Wann soll der Angriff sein, weißt du das? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden uns darauf vorbereiten. Aber bis dahin hat Ersa unsere allerhöchste Priorität. Hilf mir, sie zu finden. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Jawohl, das lasse ich jetzt mal. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Okay. Oh, da kann ich scannen. Meridians Gründung. Oh Gott, bitte, ich will jetzt wirklich gerade nicht lesen.
So. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Begib dich nach Scheuerfels. Gut, wahrscheinlich können wir jetzt hier Schnellreise machen. Ui, 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 ui. Ja, Schnellreise definitiv in ein unbekanntes Land. Din, 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 din. Vor allzu. Oh Gott. Hm? Habe ich da irgendeine Quest? Muss ich mich irgendwann mal drum kümmern. Vor nicht allzu langer Zeit. Dim, dim, dim. Ach, das ist ja Biene Maya. Jetzt merke ich's gerade. Ich singe Biene Maya. Der Text ging mir so durch den Kopf und ich habe nicht ganz gecheckt. Okay, woher kommt er nochmal? So. So, da können wir gleich hier weiter und dann kann ich auch die ganzen Feuer mitnehmen. Warte mal. Wieso kann ich dich nicht rufen? Ich dachte hier, das ist der allgemeine Lockruf für Maschinenteile. Hä? Haben die das Teil schon wieder vertrieben? Stand das im Halteverbot? Oh, der. Oh, okay, Daiki. Das ist blöd. Das ist doch Falle, Falle, Falle. Stärketrank. Ja gut, das ergibt Sinn. Dem sage ich nichts entgegen. Wie konnte ich die nochmal rufen? Ja, das war Falle. Ja, das ist wie gesagt Falle. Weil das war Steine? Ja. Und jetzt hole ich mir ein neues. Ja, eigentlich dachte ich, ich habe es mal freigeschaltet, weil ich schau mal kurz. Fertigkeit. Oh, ich habe 6 Punkte. Schlag von unten. Ne, ist. Reisender. Maschinenreparatur, Reitmaschinen reparieren, Absprungschlag. Es müsste ein Pferdesymbol sein. Reparieren, Schnitzexperte, Horte. Pickup im Ritt. Der Sammler könnte. Ach, Reitmaschine rufen plus 3. Okay. Das könnte nützlich sein, wenn ich das hole. So, habe ich das. Fido! Fido ist... Ich habe jetzt beschlossen, du heißt Fido. Yay! So, weil da kann ich mich jetzt auf den Weg machen, ungestört. Ja, ja, was man so als ungestört nehmen kann, wenn ich alles einsammle. So. Es muss ja auch wieder reichen. So. Obwohl. Komm, das nehme ich. Das nehme ich noch. So, jetzt habe ich aber genügend Lebenszeug. Lieber mit. So. Das ist jetzt aber blöd, weil... Mit denen will ich mich jetzt nicht sofort anlegen. Ja, wie gehe ich jetzt da... Ja, man hat nie genügend Lebenszeug. Jetzt könnte auch ich gewesen sein, Malkav. Das würde mir eh ähnlich sehen. So, ich versuche jetzt einfach mal hier ein bisschen mit Abstand vorbeizureiten. Ich hoffe mal, dass das gut gehen wird. Ja, sie haben mich bemerkt.